So, liebe Leute, hier auch heute wieder drei Rennen stehen an und damit herzlich willkommen zurück zu Grid. Und wir machen heute weiter mit der GT Legend Chevrolet Corvette C7R. Los geht's. Der Anfang, oder den Anfang macht Sepang, International Circuit, 2,78 Kilometer lang, 5 Runden, die uns dann heute anstehen. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Ja, und los geht's. Auf jeden Fall heute jetzt wieder. Wir starten von Platz 14 aus mit unserer quietschgelben Corvette. Aber ich bin nur 15. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ah, viel, wenn wir nicht nach vorne reißen können. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Und da zieht ein Porsche durch. Jetzt habe ich aber gesehen. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Den Fehler habe ich aber gemacht, tatsächlich. Sorry. So, ich hätte jetzt den Teamkollegen gesagt, ich greife mit an. Greife eigentlich nicht an, sondern fällt auch weiter zurück. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Also, okay, es wird angegriffen. Nicht so weit wie möglich davon zu kommen. Heute wieder drei Rennen. Dann haben wir diese Pannen. 5 Runden sind das ja. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Und schon können wir uns mal ein bisschen absetzen da hinten. Sorry. Der Vorteil ist, dass wir da hat die hinten schön ein bisschen kämpfen, weil das die ganze Gruppe auf, die ganze Gruppe voll die aufeinander hängt. Und weiter absetzen können. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Versuchen wir ein bisschen, wenn ich nicht angreife. Runde 3 mittlerweile. Noch 3 Runden. Ich hoffe, die Motor wird gleich fliegen. Teamkollege rutscht jetzt mittlerweile schon in den Top 10, das ist immer gut. Weil jetzt immerhin eigentlich jetzt 9, 8, 2 sind wichtige Punkte, die am Ende entscheiden können. Jetzt sind es noch 2 Runden. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich versuche das noch mal. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Was hast du gesagt, hast du schon überholt? So, 2 Ründchen haben wir noch. Mittlerweile sieht es so aus, als würde ich ein bisschen wegfahren.
Und wir gehen jetzt auf den Geradstück in die letzte Runde. Jetzt. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. So. Reicht, um das Rennen schon mal zu gewinnen. So. Gut, auf Platz 10 ist er mindestens gekommen. Schade, ich hätte gedacht, auf dass er vielleicht ein 9. 8. wird. So, zweite Rennen, Quezon Valley. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Was hat die Grid World Series heute zu bieten? GT-Wagen sind für ein Maximum an Höchstgeschwindigkeit und Abtrieb ausgelegt. Bei den erfahrenen Teilnehmern hier sieht es so einfach aus, aber diese Autos sind echt schwer zu beherrschen. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. So. Zipp doch. Von 7 starten. Verschwendet damit. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Okay, es wird angegriffen. So, gut. Zwei Autos haben wir schon mal auf dem kleinen Ovalstück geholt. Wäre die da vorne. Ah, ne, da komme ich nicht rein in die Lücke. Schade. Ich hatte jetzt gedacht, oh, die kämpfen schön aus auf der Außenlinie da. Den nutze ich jetzt gerade mal. So, vorbei. Wir sollen schön nebeneinander hier rein. Nächstes Jahr die Linkskurve. Sorry, da bin ich jetzt rot. Das war meine Schuld, da bin ich jetzt rutschen gekommen. Yeah.
Und jetzt führen wir ein Rennen. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Greif mal bitte an, Kollege. Okay, Angreifen bestätigt. Wir gehen als Erster in Runde 2. Guter Start. Bleib an der Spitze. Habe ich vor. Ah, muss ich zu sehr abkürzen, ist, dass wir dann auf eine unnötige Zeitstrafe mit nach Hause nehmen. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Mach das, wir sind jetzt schon auf 4, der Kollege. Okay, es wird angegriffen. Ich hab doch ja noch den einen oder anderen. Ja, er geht dran vorbei und ist jetzt Zweiter. Das ist sehr, sehr gut. Das habe ich mit meinem Magie-Kollegen mal hinter mir stehen. Und wir haben danach noch eine Runde, ne? Und das darf gerne so bleiben. Letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Na, man kann mir gerade nicht anweisen gehen, weil sie sagen, komm, jetzt. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Dann machen sie über mich noch zu pushen, um es im Gas zu geben. Okay, angreifen bestätigt. So, jetzt schön entspannt die letzten Kurven hier angehen für dieses Rennen hier. Dann gehen wir mit dem Sieg in den zweiten Rennen. Ins dritte Rennen, Entschuldigung. Das ist ja quasi schon das zweite Rennen hier. Ah, da taucht was Gelbes am hinten und dann ja auch. Aber das nutzt ihm nichts mehr. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Das nutzt ihm nichts mehr. Wir gewinnen dieses Rennen. Und es ist schön, er ist Zweiter geworden, das ist mir das Wichtigste. So, letzte Rennen für heute.
So. So, mal gucken, wo unsere beiden Helden stehen, also wir und der Teamkollege. Ja, ist jetzt gerade kurz gesehen. Es geht schon in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die... Warte, hier wurde ja, drei Runden, 5,8 Kilometer lang. Neunter sind wir und der Typ ist auf 13. Na, guck mal, was ist denn? Okay, angreifen. Ich gebe weiter. Gib ihm schon mal die Anweisung zu sagen, komm, brich mal. Okay, es wird angegriffen. Ah, zwei Herren haben wir schon mal kassiert. Wir haben jetzt gar nicht sehr hart auch im Rennen für das Finale ausgesucht. Aber wir müssen hier ja durch. So, jetzt schön rückwärts in die Spoon. Anbremsen. Ah, die sagt, nö, ich gehe da nicht vorbei. Ich kann dich nicht an. Ich lasse dich ziehen. Jetzt geht's hier gleich in die Haarnagelkurve jetzt hinten. Da waren wir nicht genau. Aber die können wir nutzen. Einfach mal kurz in den Ball zu gehen. Und führt das Rennen an. Zum Angreifen. Komm, Kollege, zieh mal ein bisschen rein. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Wir führen jetzt den Platz mal drin an. Guter Start. Luft. Bleib an der Spitze. Und jetzt geht's über die. Über die 130 her, das war diese Kurve hier. Auf die Gerade Richtung Spoon. Die hier, diese Löffelkurve, die heißt wirklich so. Ich kenne die Strecke halt ein bisschen aus der Formel 1. Früher war eine meiner Lieblingsstrecken, aber dabei nicht mehr so ganz. Das ist hier die Linkskurve jetzt. Geht nämlich schon wieder Richtung Ziel zurück. Doppellinks hier. So. Das wäre hier die Boxenausfahrt. Und dann geht das
Für die letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich wundere mich, dass er gerade nichts machen kann. So, letzte Schikane wäre das hier immer. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Versuch's bitte. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ich kenne mich gerade nicht. Ja, wir führen unser Rennen an. Wir können hier ohne Probleme das Ding nach Hause fahren. Wenn nichts Dramatisches passiert. Durch. Dann geht es hier unterm Tunnel durch, weil die Strecke ist ja, also Strecke wie aus wie nach. Links rum, S ist, dann sind sie doppelt links und dann sind wir durch. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Ja, bitte. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Ja. Er kann es nicht springen momentan und wir gewinnen dieses Japan-Rennen. So, okay. Ja, 12. Es ist nichts weiter nach vorne gegangen bei ihm. Egal. So. Gut, dann haben wir das Thema durch. Für den zweiten Fahrer reicht es definitiv nicht. Da waren die Ergebnisse nicht gut genug. Ja, haben die beiden. Die nehmen uns. Okay, egal. Wichtig ist, dass wir auf 1 stehen. Momentan läuft sie da so ein bisschen. Gut, dann müssen wir mal feiern. Wir machen dann nächste Folge weiter mit der Stupid Assembly Over Endurance. Das heißt dann 2 Rennen, wahrscheinlich im Oval. Und die sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also sprich morgen 14 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen.